Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid zur ersten Ausgabe von La Cage aux Proles, der neuen Show von Hurra Entertainment, hier zurück am Meriendamm, heute unter dem Motto More Sound of Musical. Und es geht, wie das Thema schon sagt, rund ums Musical heute. Wir zeigen Einblicke und Geschichten über das Musical, vom Musical und unter dem Musical, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und natürlich kann ich das nicht ganz alleine machen, deswegen habe ich bezaubernde Kolleginnen mitgebracht. Zum einen Margot Schlönske. Cora Fantastisch. Gloria Glammer. Das ist ein Anblick, meine Lieben. Und Emily Collier. So, sehr schön. Schön, dass ihr uns so warm empfangen habt. Das war sehr, sehr angenehm, gerade der Applaus. Eigentlich könnten wir stundenlang so weitermachen. Ja. Ah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin total nervös. Ich fühle mich gerade, als würde ich die erste Show in meinem Leben machen. Und ich habe eben gerade im Gespräch festgestellt, das ist schon das 17. Jahr, wo ich das mache. Dabei bin ich erst 25. Ich wollte gerade fragen, welchem Alter hast du? Ich war ein Kinderstar drüben im Schwutz damals. Wo ist denn eine Cola? Ich habe meine Cola ausgetrunken. Okay. Ja, meine Lieben, wie gesagt, es geht rund um das Thema Musical und ich wollte nicht ganz trocken alleine das Programm führen und deswegen haben wir beschlossen, wir machen das, wie wir das früher schon mit den anderen Shows gemacht haben, wie so einen kleinen Kaffeeklatsch. Wir sitzen hier auf der Bühne, erzählen, was uns so einfällt. Wenn einem was weniger Sinnvolles einfällt, kann die Kollegin dann gerne mal ins Wort fallen und sagen, nee, das war ganz anders oder auch. So, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich auch spontan Fragen stellen. Ob wir sie beantworten können, das sei dahingestellt, aber wir geben uns natürlich Mühe. Ich freue mich insbesondere auf die Runde Expertenfragen, Laien antworten. Ihr seid die Experten, Gesundheit. Und ihr dürft uns Fragen stellen und wir mit unserem Laienwissen werden uns dann Mühe geben, diese Fragen zu beantworten. Das sagst du jetzt. Ja, natürlich. Also ich habe auch erst vor 5 Minuten erfahren, dass wir hier alle am Tisch sitzen. Ich habe mir extra gedacht, oh, dann setze ich mich mal schön ins Publikum. Und was ist, wups, sitze ich hier oben. Hätte ich das gewusst, hätte ich was getrunken. Gut, das kann man ja noch ändern. Vielleicht eine kleine Flasche Sekt für Emily, damit sie uns nicht ganz so trocknet hier auf der Bühne. Die ist bisher auf Sektentzug, das ist ja unerträglich. Und ich habe das den Kolleginnen natürlich extra nicht gesagt, weil ich wollte nicht, dass sie vorbereitet sind. Ich bin es nämlich nicht. Also ein Sekt oder was? Nee, ein Sekt. Ich glaube, mit der Flasche kommen wir ganz gut hin. Eine Flasche Sekt? Ja, ja, die hat großen Durst. Sie sieht ganz aus. Sie war in Brandenburg. Sie ist ausgetrocknet wie die Wüste Gobi. Das ist nicht nur kulturell. Da gibt es nicht nur Bananen, da gibt es auch keinen Sekt. Ja, richtig. Immer noch. Ja. Wobei ein Musical über Brandenburg wäre nochmal ein schönes Thema. Ist das eine Überleitung? Hat man Musical? Nein, aber so. Schau mal, haben wir überhaupt hier so einen Ablaufplan? Ich muss mal gucken. Wir haben einen Ablaufplan. Ich kann das gar nicht sehen. Weil das ist übrigens auch eine Premiere. Wir haben eine Show mit Konzept und Ablaufplan. Wie hoch? So. Ja, das bin ich überfordert. Es gibt eine zweite Teile durch. Moment, wir haben zwei Teile. Man kann sie daran unterscheiden, dass wir eine Pause dazwischen haben. Moment, das sind die ersten zwei Teile von 6, meine Liebe. Wir haben viel schon mitgebracht, denn wir wissen ja, die Geschichte des Musicals hat sehr früh angefangen. Es gibt viele, viele Lieder, die keiner hören will und die wir trotzdem auf die Bühne bringen werden. Das Lied, was ich übrigens im Opening gesungen habe, kommt aus dem Musical Hairspray, was 2001 in New York Premiere gefeiert hat. Eines der großartigsten Musicals an dieser Stelle, mal angemerkt. Ich bin extra nach New York gefahren, um mir das anzuschauen, weil Harvey Fierstein die Hauptrolle gespielt hat. Und das war, wer von euch Harvey Fierstein nicht kennt, der hat in Das Kuckucksei die Hauptrolle gespielt. Dieser wunderbare Film mit Alan Bankoff. Aber ich glaube, den kennt ihr alle gar nicht. Meine Güte, das ist so bitter. Wir haben kulturell noch viel nachzuholen, meine Lieben. Wir fangen also ganz klein an. Es haben nicht alle Leute mit 8 Jahren bereits als Kinderstar am Meriendamm angefangen. Ja, das stimmt allerdings. Ich hatte gedacht, du hieß Baby Jane Hudson. Das war falsch. Das war böse. Ich glaube, wir kommen einfach mal, bevor wir uns in der Moderation verändern. Sie sehen, Konzepte braucht man hier nicht, hier braucht man einfach nur eine Idee. Wir kommen einfach mal zur nächsten Nummer und da du so viel so schön geredet hast, übergebe ich das Wort doch ganz einfach. Ja, vielen Dank. Auch ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gloria Glammer. Böse Zungen sagen ja immer Gloria Glamour, aber das ist falsch. Ja, du kannst nicht klatschen. Auch ich habe mir größte Mühe gegeben, ein Musical zu finden, was keiner kennt.
Nämlich, mein Titel, den ich singen werde, ist aus... Glorious. Na, das kennt ihr alle, oder? Kennt das irgendjemand von euch? Ja, das lief doch bis in die vier Saisons in den West End. Ja, das war so off-Broadway, das war schon in Chicago. Also, ich habe ein wunderbares Lied mitgebracht aus dem Musical This Is My Life. Hauen Sie einfach mal in die Tasten. Ja, what good is my life? Funny how it often seems to think I'll never find a dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me in my today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. What a mess I've made of mine. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be part of this great world, it's me and my life. Yes, I add up the score and count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love I've got to get. Let me live. Let me live. Make a person say what good is my life. Funny how a breaking heart make me start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll never find a dream in my life. When don't go around and see the heart of this great world is me and my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. This is my life. Yeah. Vielen herzlichen Dank. Gloria Glemmer.